Herzlich willkommen am Dresdner Kulturpalast. Mein Name ist Claudia Wold. Ich bin Pressesprecherin der Dresdner Philharmonie und freue mich, Sie heute auf einen Rundgang durch dieses Haus mitnehmen zu können. Der Kulturpalast hier im Herzen der Dresdner Altstadt wurde 1969 eröffnet. Er ist also schon 50 Jahre alt und wird von den Dresdnern auch liebevoll der Kulti genannt, weil es von Beginn an das kulturelle Zentrum dieser Stadt war, in dem zahlreiche Konzerte, Shows, Musical, Kongresse, was auch immer stattgefunden hat. Wir werden dann gleich den großen Saal sehen. Das Haus ist dann ab 2013 grundlegend saniert worden und es ist im Inneren ein ganz neuer Konzertsaal eingebaut worden. Seitdem sind im Haus auch die Dresdner Bibliotheken eingezogen. Die Zentralbibliothek hat hier ihren Ort gefunden und das Kabaretttheater Die Herkuleskeule hat einen Saal im Kellergeschoss bezogen. Ja, also kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie das Haus von innen aussieht. So, wir sind jetzt im Eingangsbereich des Kulturpalasts. Als er 2017 wiedereröffnet wurde, kamen die Leute hier rein und haben gesehen, sieht ja eigentlich alles wie früher aus. Das hängt damit zusammen, dass das Haus denkmalgeschützt ist und diese Bereiche hier, diese Foyers, genauso wiederhergestellt wurden, wie sie 1969 auch aussahen. Wir haben hier den Ticket-Tresen, man geht dann zu den Garderoben, zur Tiefgarage, in das Kellergeschoss, in die Herkuleskeule oder eben in andere Bereiche. Interessant ist vielleicht die Deckengestaltung, die auch originalgetreu wiederhergestellt wurde. Das ist die sogenannte Moki-Decke, nachempfunden der Decke im Moskauer Kino damals in Berlin. Diese Waben waren dort ein charakteristisches Merkmal und das hat man hier auch wieder so hergestellt. Ansonsten sind auch alle Materialien von den Fußböden über die Holzverkleidungen und die Geländer und so weiter eben originalgetreu wiederhergestellt. So, und jetzt gehen wir ein Stück weiter in Richtung Konzertsaal. So, wir sind jetzt im ersten Zwischengeschoss. Und hier möchte ich Ihnen ein Kuriosum zeigen. Was man hier sieht, diese Türen, das waren früher Telefonzellen. In DDR-Zeiten gab es ja nicht überall Telefone, also ging man unter anderem in den Kulturpalast telefonieren. Heute sind dahinter keine Telefonzellen mehr, sondern es sind Technikräume. So, jetzt befinden wir uns dort, wo unsere Konzertbesucher ihre Pause normalerweise verbringen, vielleicht mit einem Glas Wein. Da kann man dann hier sehr schön auch auf den Balkon hinaustreten, auf den Altmarkt blicken und genauso gut kann man natürlich durch diese großen Fenster, wenn das hier abends festlich erleuchtet ist, nach innen schauen. Was Sie hier auch sehen, ist ein Wandfries, das wieder hier so errichtet wurde und wiederhergestellt wurde, wie das auch 1969 schon am Haus war. Das heißt, unser sozialistisches Leben ist von Heinz Drache damals gestaltet worden und war in DDR-Zeiten einfach ein wichtiger Bestandteil von öffentlichen Bauten, also Kunst am Bau sozusagen. Ja, und jetzt gehen wir in das Herzstück des Kulturpalasts, in den Konzertsaal. Ja, jetzt befinden wir uns im neuen Konzertsaal, dem Herzstück des Kulturpalasts. 2017 eröffnet ist er die Heimat der Dresdner Philharmonie, des Sinfonieorchesters der Stadt Dresden, das dieses Jahr 2020 150 Jahre alt wird. Es wurde 1870 gegründet, damals von Dresdner Bürgern, die ein eigenes Orchester für ihre Stadt wollten. Und seitdem ist die Dresdner Philharmonie ein ganz fester Bestandteil des Dresdner Musik- und Kulturlebens. Dieser Saal sieht vollkommen anders aus als das, was hier früher
drin war. Der alte Festsaal hatte eine andere Form, auch eine andere Größe. Wir haben jetzt hier einen Saal, Sie sehen das, der ist wie in Terrassen angelegt, bei dem man von einer Weinbergsarchitektur spricht, die für die Akustik klassischer Musik sehr geeignet ist und in dem die Besucher relativ nah ans Orchester ranrücken können und das Orchester wiederum mitten im Geschehen sitzt. Das ist für beide, sowohl für die Musiker als auch die Zuschauer, ein sehr schönes Gefühl. Es gibt auch Besucher, die sprechen, die kommen hier rein und sagen, ach, das ist wie, wenn man sich in eine Badewanne legt. Also ein sehr anheimelnder Raum, in dem man sich wohlfühlt. Der Saal wurde konzipiert und realisiert vom Berliner Architekturbüro Gerkan Mark und Partner. Die haben auch in Berlin zum Beispiel den Hauptbahnhof gebaut. Das ist ein sehr renommiertes Büro, das 5 Jahre lang Zeit hatte, diesen neuen Saal hier einzuhängen. Also er wurde tatsächlich von oben, wie so durch ein Loch im Dach, in dieses Haus eingebaut. Er hat genau 1754 Plätze. Er ist mit seinem Raumvolumen von 21.000 Kubikmeter, das sagt erstmal nicht viel, aber ungefähr so groß wie die Berliner Philharmonie und das Gewandhaus in Leipzig. Da kann man sich vielleicht eine Vorstellung machen. Und er wird heute sowohl von der Dresdner Philharmonie, die hier probt und ca. 80 Konzerte im Jahr gibt, genutzt, als auch von anderen Veranstaltern, die, wie das früher auch war, hier Liederabende, Konzerte mit Rock- und Popmusik, Musicals, Shows, zum Teil auch Lesungen veranstalten und doch dafür sorgen, dass der Saal fast jeden Abend bespielt ist. Dort hinter diesem Glas sitzen am Abend, wenn dann hier das Konzert losgeht, unsere Techniker, die für Beleuchtung und Ton verantwortlich sind und steuern, wann das Licht aus- und wieder angeht. Die steuern auch die sogenannte Beschallungsanlage, die letztes Jahr hier eingebaut wurde, wodurch man dann Sprache besser verstehen kann. Die senken und heben das an, was man hier vor der Orgel sieht, was so aussieht ein bisschen wie Surfbretter, das nennt man den Plafond der Bühne, der dafür sorgt, dass die Musiker sich untereinander gut hören können. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir gehen noch ein Stück an das Geschehen ran und begeben uns mal zur Bühne. So, und jetzt haben wir sozusagen die Perspektive der Musiker erreicht, die am Abend dann hier von der Bühne aus das Konzert spielen. Wir freuen uns sehr, dass dieser Saal auch eine große Konzertorgel bekommen hat. Das war nämlich am Anfang gar nicht vorgesehen. Da hat sich dann unser Förderverein sehr engagiert und sage und schreibe 1 Million Euro gesammelt, damit dieses schöne Instrument hier eingebaut werden konnte. Die Stadt hat dann noch ein bisschen was dazugegeben. Und heute haben wir hier eine Orgel der Firma Eule in Bautzen, die 4.109 Pfeifen hat. Das ist also ein sehr großes Instrument und von einem Spieltisch von der Bühne aus gespielt wird. Die Akustik dieses Saales ist exzellent und es gibt Stimmen wie zum Beispiel die von der Geigerin Anne-Sophie Mutter, die sogar von einem der weltbesten Säle sprechen. Jedenfalls ist es deutschlandweit und vielleicht auch europaweit gesehen unter den 9 Konzertsälen ein ganz besonders gelungener. So, und jetzt zeige ich Ihnen gerne noch ein bisschen, wie es hinter der Bühne aussieht. Zum Schluss habe ich Sie jetzt an einen Ort geführt, an den sonst nur unsere Techniker kommen, auf den sogenannten Bühnenboden, der sich ganz oben befindet über dem Konzertsaal. Wir sind hier 21 Meter hoch und was Sie hier um mich herum sehen, ist die sogenannte Kettenzuganlage, über die unsere Techniker die Beschallungsanlage hoch und runter fahren können.
andere Elemente im Saal, wenn dort was eingehangen wird und so weiter. Und man kann hier auch ein Stück in den Saal runter lunschen. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, ich habe Ihnen Lust gemacht, in den Kulturpalast, in seinen neuen Konzertsaal zu kommen, und würde mich freuen, wenn wir Sie eines Tages hier bei der Dresdner Philharmonie oder in einer anderen Veranstaltung begrüßen könnten.